Willkommen, Folks, zu Final Fantasy XII. Wir waren nun weit... Hallo? Gehst du mal aus dem Bildschirm, wenn ich hier... Also... Ja, wir waren im letzten Part vor dem Hause des Sandmeers. Und wir werden uns jetzt ein bisschen hier in Rabanastre wieder mal umschauen. Denn ich kann es jedem empfehlen, nach irgendwelchen Aktionen oder Missionen, einfach mal wieder in diesen Geschäften nachzuschauen, ob es da was Neues gibt. Es kann nämlich gut möglich sein, dass sie jetzt neue Sachen verkaufen werden, die uns gut tun können. So, hier ist übrigens das, ja, Banamis rassige Rüstungen. Nicht rostiger. Moment, ich mich brüste, du dich rüste. Egal. Oh, du hast da aber ein seltenes Steinchen. Hey, verkauf mir doch das. Aber nein, lieber nicht. Wenn ich wieder unnützen Plunder kaufe, wird mir meine Alte die Leviten lesen. Also, verkaufen, verkaufen. Ja, schauen wir mal, was hast du denn Schönes? Oh, du hast eine ganze Menge. Ja, vieles haben wir davon natürlich auch schon in unserem Besitz. Und wir sehen natürlich auch da Fundus, ob wir das auch schon tatsächlich haben. Das bringt jetzt auch hier nicht alles sehr viel. Magieabwehr 2 ist jetzt nicht so viel. Aber ich wollte erst mal gucken, ob es hier was Schönes gibt. Ich habe natürlich schon ein bisschen geguckt, was wir jetzt Waren ausrüsten werden. Handelswurm dürfte immer noch dasselbe sein. Komm, die kaufen wir einfach mal. So, dann haben wir das jedenfalls hinter uns. Das ist eine Lederkluft. Gut, um, ja, in den Straßen von Rabanastre mit den Motorrad vorbei zu brettern. Aber, na gut, das geht ja nicht. Verkaufen können wir natürlich dieses. Jetzt möchte ich erstmal euch zeigen, Lizenzen bei Waren. Da werden wir jetzt einiges machen. Zum anderen ist das hier Zipfelmütze, könnten wir jetzt hier unten, haben wir denn, genau, hier runter möchte ich. So, dann erstmal das. Füllt bei erlittenen Schaden die MP auf. Das werden wir machen. Und, was haben wir jetzt hier freigeschaltet? Federhut, Reisekluft. Und jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal das hier machen. Und was das sein wird, das werden wir, das ist nämlich ein Mystec Lizenz. Und das sieht, ja, Waren hat eine neue Mystron gelernt. Unter Mystrons im Kampfmenü können nun sogenannte Mystecs ausgeführt werden. Pro Gefährte können maximal 3 Mystecs erworben werden. Tja, das ist die Spezialattacke, die unsere einzelnen Charaktere lernen können. Und das sieht natürlich bei jedem anders aus. Und im Kampf demnächst werden wir das auch sehen. So, was haben wir denn jetzt hier? Magierumhang. Da wollte ich auch noch hin. Magierumhang? Ja, den haben wir. Dann werden wir auf jeden Fall... Ne, warte mal. Oder soll ich mich das sparen für Fran? Die konnte das, glaube ich, auch ausrüsten. Müssten wir dann erstmal gucken hier. 61 LP habe ich noch. Na komm, rüsten wir erstmal ihn aus. Mit Magierumhang. Ist ja auch wichtig, dass wir unseren Hauptprotagonisten gut ausrüsten. Naja, hat er jedenfalls erstmal die Lizenz. Wir können das ja immer noch ändern. Und da fällt erstmal auf jeden Fall der Lederumhang weg. Und da seht ihr, es bringt um einiges mehr Magiepunkte, ne? Ist also für Leute gut geeignet, die dann Zauber anwenden. Und Abwehr steigt natürlich auch auf 22. Also von 5 auf 22 ist nicht schlecht. So. Sekundär könnten wir natürlich noch ein Lederschild oder so einen Buckler ausrüsten. Aber das lasse ich jetzt einfach mal. Ich glaube auch nicht, dass das für ihn geeignet ist. Jetzt schauen wir mal erstmal zu Dellen runter. Denn da soll sich ja Penelope aufhalten. Penelo? Ne, Moment. Wir gehen erstmal in den Waffenladen. Denn da kann ja auch gut möglich sein, dass es da neue Waffen gibt. Ich habe jetzt auch gar nicht so richtig im Kopf, was... Na doch, eigentlich schon. Wir wissen ja, dass Waren Samurai ist und da wird es dann wahrscheinlich... Bist du nicht der Laufbursche von Herrn Miguelo? Ihm hätte ich es nicht zugetraut, dass er Kinder arbeiten lässt. Was? Du bist kein Kind mehr? Na, wenn du meinst...
Und nun schau, was du verkaufen kannst. Na toll, erst beleidigst du uns und dann sollen wir irgendwas kaufen. Ja, bist ja auch nicht gerade freundlich, ne? Gut, ja. Gucken wir mal, was gibt's denn hier Schönes für unseren Wahn? Kotetsu haben wir natürlich. Ja. Gar nichts. Können natürlich einen Bogen, ja gut. Das erstmal dazu verkaufen. Vielleicht gibt es dann wieder was Neues in der Handelsware. Feuerstein. Ihr könnt mich auch gerne berichtigen, falls ich hier irgendwelche dummen Fehler mache, die ich vielleicht nicht machen sollte. Zum Beispiel dieses hier zu verkaufen. Aber ich denke mal, es geht in Ordnung. Grünsäure. Ich glaube, alle Steine kann man verkaufen. Außer diese... Ne, warte mal, die... Hier, das hier darf man nicht verkaufen. So ein Rostklum oder so ein Donnerfang, weil das kann man halt ganz gut auch noch in diese... Wir könnten hier im Prinzip alles verkaufen von den Schätzen. Grünsäure. Komm, weg damit. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Gil. Und notfalls kann man dann immer noch was verkaufen. So gut, habt ihr also die Waffen gesehen? Und wie gesagt, nach jeder Aktion oder erfolgreichen Battle hier... Auf jeden Fall erstmal in diese ganzen Geschäfte wieder nachschauen, ob es da was Neues gibt. Aber ich denke, man wird auch einiges hier in Kisten finden. Also ihr müsst nicht zwanghaft hier die ganzen Sachen aus den Läden kaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die besten Waffen, die sind sowieso versteckt. Irgendwo in irgendwelchen Kisten oder Dungeons. So, jetzt sind wir also wieder in der Unterstadt. Und bevor wir uns mit irgendwelchen Leuten hier anreden, gucken wir wirklich, wo wir Dallin finden. Nur ist die Frage wieder, wo finde ich ihn? Das ist hier wirklich immer so verwinkelt und verwirrend. Gut. Ich denke mal, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, hier hat sich halt nichts geändert. Vielleicht stehen ein paar Kisten wieder rum. Ah ja, hier. Nee. Doch, hier. Dallins Haus. Dann mal hinein in die gute Stube. Mal sehen, was er zu sagen hat. Oh, genki so de wa nai ka. Narubina okuri to kiitotta ga. Nuke dashite kitan da. それだけじゃなくて、ほら。なんと、盗み出しおったか。ダランジーがいろいろ教えてくれたおかげだよ。ガキだと思っとったが、やるようになったの。よし、バンヨ、お前を見込んで頼みがある。カイツに任せるつもりでおったが、お前の方がふさわしかろう。いや、お前でなくてはならん。こいつをな、アズラスという男に届けてくれんか。これって、騎士団の剣じゃないか。アズラスの居場所は地図に印をつけておいた。よいか、必ず本人に直接手渡すんじゃぞ。わしの名を出せば、取り継いでくれるはずじゃ。わかった。なあ、引き受ける代わりに、俺も一つ頼んでいいか。パンネロがどこにいるか調べてくれよ。王宮の宝、見せてやろうと思ったのに、見当たらなくてさ。ああ、調べておこう。よろしくな。あの剣で、かつての団結を思い出せばよいがの。Okay, ein Dalmasca-Schwert erhalten. Danke, Dallin, für diesen tollen Auftrag. Gut, und jetzt erinnere ich mich auch, ich glaube, Penelo ist gar nicht mehr so leicht aufzufinden, aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt suchen wir erstmal unsere anderen Kameraden. Ich muss mal wirklich gucken, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo wir hin müssen. Naja. Ich denke, ich werde erstmal wieder hochgehen. Man kann natürlich auch mit ein paar Leuten hier reden, sie geben nette Hinweise, wo sich die anderen befinden. Wir haben ja das im letzten Part schon erfahren, dass der eine
Oder die eine, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Ja, Barsch gesehen hat. Mit einem stinkenden Geruch. Und deswegen gehen wir wieder hoch. Und suchen da irgendwelche Leute, die uns helfen können. Nebenbei können wir natürlich auch nochmal einen kleinen Abstecher auf den Bazar machen. Denn da gibt es ja für uns einen extra coolen Geschäft. Für halt die Centurio-Clan-Mitglieder. So, reden wir mal mit denen. Ja, der Maska wurde von Imperium angetickiert, was? Und gerade deswegen dürfen wir unsere dalmaskanische Identität nicht vergessen. Schon mal von der Stadt Bujerba gehört? Der dortige Regent ist ein versierter Diplomat und konnte sein Land die Unabhängigkeit sichern. Ja, schön für dich. Es ist ungerecht. Gerade liefen eine Viera und ein echt schnuckliger Typ vorbei. Warum habe ich nicht so einen Mann an meiner Seite? Na, da steht er doch, dein Mann. Ah, okay, dann. Ja, irgendwo lief eine Viera vorbei. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, sie befinden sich in der Westseite. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Reden wir mal den. Bei der Parade fiel mir eine Gruppe zwiebelichtiger Bangas auf. Kein Zweifel, sie sind die Palasträuber. Ja, na siehst du mal. Haben wir die Schuldigen gefunden, ey. Können sie nicht mal benehmen, diese Bangas. Oh, was haben wir denn hier schon? Die Ecke haben wir auch noch nicht so gesehen. Heute schon mit einem Moxie geflogen? Moxie-Stände gibt es einige. Geh dort die Treppen hinunter oder schau mal vor dem Sandmeer. Ach ja, stimmt ja. Das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Es gibt noch so einen Moxie-Service und da kann man dann halt von einer Ecke zur anderen sich teleportieren lassen in Rabanastra. Dort hinten den Treppen ist der Bazar. Anlaufstelle für Suchende, Einkaufende und tüchtigen Langfinger. Wie wir einer sind. Ja, dann sind wir da genau richtig und schauen uns da einfach mal um. Hier ist dieser Moxie-Unternehmen. Ein Moxie-Transport gefällig? Ist dies dein erster Mal, Kupo? Moxie ist ein Blitztransportdienst zu den wichtigsten Punkten in Rabanastra. Kupo! Wegen der Parade zu Ehren des neuen Konsuls war der Dienst kurzzeitig eingestellt, Kupo. Jetzt laufen die Moxies aber wieder. Kupo. Und das Kupo-Beste? Moxies sind gratis. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Probier es doch einfach gleich mal aus. Ja, hier könnt ihr sehen, zur Taverne, zur Osttor, Südsee, bla bla bla. Das werden wir gleich nutzen, aber ich möchte nochmal zu diesem Bazar. Und der war genau hier. So. Hey, komm mal zur Seite. Hier können die Rabanastraner noch so richtig Dampf ablassen. Nein, keine Angst, hier schwitzt keiner über Gebühr. Lästern, meine ich. Joho, mein guter Freund. Weiß wohl, wovon ein Bursche träumt. Mit deinen Leistungen bislang du Folgendes dir leisten kannst. Was? Achso, das war wieder ein Reim. Gut, jetzt haben wir Öl und Armor. Grünmagie. Ah, das ist jetzt hier Öl, ja. Was macht das nochmal? Vergrößert Hitzeschaden. Armor. Angriffe konzentrieren sich auf das Ziel. Dann kaufen wir einfach mal Öl. Da ja Fran auch Feuer schon kann, ist dieses, denke ich mal, ganz praktisch, wenn man das in Verbindung bringt. Gut. Haben wir hier noch ein paar Leute und du denkst, Mob-Aufträge würden mit der Zeit einfach so reinflattern? Weit gefehlt. Wer sich nicht bewährt, dem wird auch nichts anvertraut. Ohne einen gewissen Bekanntheitsgrad und Clanrang kommst du nie an die fetten Aufträge. Merk dir das, wenn du Kopfgeldjäger werden willst. Genau. Also man muss auch was dafür tun, ne? Gut, das ist also hier der Bazar, das Ende. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht mit den ganzen Leuten reden, weil sonst, ja, erreichen wir wieder nichts in diesem Part. Jetzt suchen wir erstmal, ja, Gucken wir mal zum Westtor vielleicht? Ah, zur Taverne zurück. Da fühle ich mich geborgen. Gut.
lass uns mal hier hochgehen. Aber wie es aussieht, werden wir hier auch wieder nichts finden. Und hier ist... Ah, die Gambit-Handlung. Da gehen wir auch mal rein. Einfach mal zu schauen, was man auch noch alles kaufen kann. Aber wie gesagt, man kann diese Gambit-Zusätze auch in Kisten finden. Willkommen im Gambit-Paradies für Schnäppchenjäger. Schau dich in Ruhe um. Und da können wir zum Beispiel hier konzentrierter Angriff, getrennter Angriff, Gruppenführer angreifender Gegner, Gegner, der den Gefährten angreift, entfernteste Gegner. Seht ihr, hier gibt es eine ganze, ganze Menge. Hier kann man seine Strategien freien Lauf lassen. Ne? Und das kostet natürlich alles auch ein bisschen Geld, aber ist jetzt auch nicht groß der Rede wert, ne? Aber ich denke mal, ich werde mal... weniger als 30%. Hier, das werde ich mal kaufen. Gegner mit Zustand Lehm. Stopp. Hier, Gegner im Zustand Öl. Genau. Haben wir gerade gekauft. Und wenn wir das dann als Gambit... Ja, ihr wisst schon. Ich versuche hier also eine Strategie auszutüfteln. Na, hier gibt es wirklich... Also... Man braucht es wahrscheinlich gar nicht alles. Ja. Aber wenn man mal was plant, gibt es im Prinzip für alles einen Gambit. Und falls irgendein Teammitglied irgendwas falsch macht, dann gibt es da zigtausende Varianten, wie man das umstellen kann, damit es richtig funktioniert. Gut, aber wir haben noch wirklich keine Spur von unseren Kumpels hier gesehen. Endlich ist wieder Ruhe eingekehrt. Auch das Luftschiff-Terminal ist wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Genau, das ist unser nächstes Ziel. Aber wir müssen erstmal wirklich unsere Kumpels finden. Hallo. Wo seid ihr denn alle? Selbstredend lebt es sich in den arkadianischen Metropole besser. Welch törichte Frage. Aber hier residiert Lord Vane. Soll ich hier verweilen? Keine Ahnung, mach was du willst. Mach was du willst, solange du uns nicht sagen kannst, wo wir unsere Kumpels hier finden. Kumpelchens und Freundinnen, hallo. Ja, den Centurio-Clan, da brauchen wir, denke ich mal, jetzt erstmal nicht hinzulaufen. Ah, ey, wer bist du denn? Hallo? Oi, eine Viera, da bist du doch. Hallo, mein Name ist Katharina. Ich kehrte meinen Heimat den Rücken zu und kam hierher. Der Kopf schwirrt mir noch vor neuen Eindrücken. Ich freue mich über Gesellschaft. Du kannst immer vorbeikommen, wenn dir nach Reden zumute ist. Ja, leider hast du uns nicht das gesagt, was wir wissen wollen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so oft zu dir kommen. Hm? Aber ja, jetzt sind wir wieder hier. Ah, ich vermute mal bald, wo wir hin müssen. Komm, lass mich mal. Also, seht ihr schon, so geht das Transportieren mit dem Moxley-Service. Das ist sehr praktisch. Und ich denke mal, jetzt hier... Ich glaube, ich muss eine Vermisstenanzeige aufgeben. Hey, komm, du stehst hier so, du musst das wissen. Weißt du, ich will stark werden, so stark, dass ich ohne mich nicht zu fürchten durch die Dünen der Ostsüße, bla bla bla, komm. Ja, hier gibt es auch schon eine Menge Leute zu, um sich zu unterhalten. Hm, was ist da drüben? Ostwüste, da kamen wir her, gut. Unterstadt. Ah, ich bin schon wieder total verwirrt hier. Vielleicht mal zur Westwüste. Ach, da geht's zur Giza-Ebene. Okay. Sehe ich das hier nicht irgendwo? Status. Nee. Clanbericht. Abenteuerfibel. Der Clanbericht. Chronik und Reisende. Veni Vidi Vici.
Ja, da kann man nochmal vieles durchlesen. Ist jetzt aber nicht das, was ich hier sehen wollte. Es war in der PlayStation 2 Fassung, glaube ich, so, dass man im Pausenmenü, also hier unten, sehen konnte, was man als nächstes tun muss. Da stand dann jetzt sowas wie, ja, ich sollte vielleicht fahren und Baldir aufsuchen. Aber das steht ja alles nicht. Gut, kurze Pause. Okay, Folks, kurze Informationen. Wir befinden uns zwar noch in demselben Video wie eben gerade, aber ich habe eine längere Pause jetzt hinter mir und habe mir das Video halt nochmal angeguckt und festgestellt, dass ich, ja, ziemlich durcheinander war hier eben gerade, ne? Und ich habe ja das Schwert von Dalmasca eingesammelt und das sollen wir irgendjemandem bringen. Und ja, ich habe mir da nochmal das Stückchen angeschaut, was ich hier eben aufgenommen habe und festgestellt, dass ich hier in der Unterstadt auf der Karte halt, ja, dieser Ort da, diese markierte Stelle sich befindet. Und deshalb gehen wir da gerade hin, ne? Aber war ein schöner Rundgang durch die Stadt. Naja, muss auch mal sein. Gut, aber jetzt erstmal schauen, was uns da dort erwartet. Das Schwert von Dalmasca hört sich jedenfalls ziemlich spektakulär an. Genauso wie meine Orientierung. Okay, da wären wir. Irgendwo. Du? Bist du derjenige? Rabanastra-Bürger. Ich habe etwas für einen Mann namens Azelas. Der hält sich doch hier auf, oder? Hey, von wem weißt du das denn? Der alte Dellen schickt mich. Ich soll die Lieferung persönlich abgeben. Zäh. Den Ohren dieses Kreises bleibt wohl gar nichts verborgen. Okay, kannst rein, Kleiner. Doch alles, was du hier hörst oder siehst, behältst du schön für dich. Ist das klar? Okay, ein Geheimversteck. Die Rückkehr des... bla bla bla. Ein Trophäe.王者も騙されていたというのか。陛下を暗殺したのが将軍ではなくジャッジだというなら話はつながる。だとすれば将軍はジャッジの兄弟だぞ。そんな男を信用できるものか。やっと俺の知っているバッシュになったな。ならば共に戦えるか。本人の言葉だけでは信じられん。 帝国に都合の良すぎる音頭の発表よりマシだ。レックスも嘘をついていたのか。兄さんが嘘なんかつくかよ。そうだ。レックスは目撃者に仕立てられたんだ。私が陛下を暗殺したと見せかける帝国の陰謀だ。よくよく縁があるな。レックスの弟か。こんな子供なら信じるかもしれんが、 お前の話には何の証拠もない。共に動くわけにはいかん。アマリアは救うべき人ではないのか。<笑>部下の命を預かる以上最悪の可能性を考えるのが俺の務めだ。あの夜のベイン襲撃も見抜かれ泳がされていた。オンドール同様、お前も帝国の犬かもしれん。ならばどうする。俺を拘束するか。 お前は変わらんな、ウォースラ。忘れるな、バッシュ。ダラマスカ全土に解放軍の目が光っている。お前は籠の鳥も同然だ。構わん、それならもう慣れた。アマリアか。あいつも解放軍だったんだな。あったんだな。 ナルビナ送りの前に少しだけきつい感じでさ。君は私の道に幾度となく絡み危険だな。迷惑だよ。<笑>すまんな。迷惑ついでだ。最後に頼みたい。バルフレアに合わせてくれ。今いるのはアシだ。これで貸し借りなしだからな。借り？
Narubina. Anta ga inakia muri datta. Barsch ist hinzugestoßen. Gut. Jetzt kann endlich die Geschichte weitergehen, ne? Und jetzt müssen wir halt Borte suchen. Ja. Ihr seht schon, man sucht öfters mal hier Leute. Und deswegen würde ich sagen, eilen wir schnell zur Oberfläche. Kann auch gut möglich sein, dass ich, als ich hier Fran und so gesucht hatte, das halt schon ein bisschen vorgezogen hatte. Ich hatte einfach vergessen, dass ich das Schwert hier unten abliefern muss. So, naja. Hier ist jetzt eine Treppe, oder? Nein. Wo ist denn nun die Treppe? Ach, das ist ein Wohnhaus. Okay, gut. Nee, da wollen wir jetzt nicht rein. Hier haben wir dies. Und da haben wir das. Ach, da ist die Treppe. Gut. Der Pfeil hat mich halt ein bisschen... Ach, was laber ich hier? Dieser Strich da mit diesem Gesicht drauf hat mich orientiert. Versteht wieder keiner. Gut. Gehen wir rauf. Gut, nun sollte es aber auch nicht schwer sein, die anderen zu finden. Und ich dachte mal, es war wirklich da, wo ich vorhin schon davon geredet hatte. Das Problem ist halt, dass ich jetzt wieder nicht weiß, wie viel ich aufnehmen muss. Darum, ihr kennt das, wenn ich dann weg bin, bin ich weg. みんな戦争で親を亡くしたんだ。うちの親はその前にいなかったけど。二人とも流行り病でさ。すまんな。思い出させて。別にいいよ。もう5年だしな。それからはパンネルの家族が面倒見てくれてたんだ。でも戦争でみんな死んだ。 すまなかった。何度も謝るなって。俺だってガキじゃないんだから。もう分かってる。兄さんのことはあんたのせいじゃない。悪いのは帝国だ。あんたを信じた兄さんは間違ってなかったんだ。 Hey! So langsam vertraut waren Basch wirklich ein wenig schon, ne? Gut. Ja, das war eine kleine Sequenz, aber nicht die, die ich eigentlich euch zeigen wollte. So. Und deswegen geht's auch schon weiter. Ja, abgesehen, dass Vans Bruder halt tot ist und er damit zu kämpfen hat, schlägt er sich ja nicht ganz gut hier durch, ne? Genauso gut, wie ich mich hier durch die Stadt immer durchschlage, wenn ich nicht weiß, wo ich bin. Gut. Ja, nee, das ist das Geschäft. Und ich denke mal, wir müssen hier lang. Hoffe ich einfach mal. Nein? Okay. Dann halt wieder mal nicht. Jetzt geht die Suche weiter. Yeah, freut ihr euch. Hast du gesehen, gehört, berührt? Berührt hoffentlich nicht. Denn das wäre ein Vergehen, was wir nicht dulden würden. Wie? Meine Güte, ich spreche von der flotten Viera. Genau mein Jagdrevier. Wenn sie nicht den Typen im Schlepp gehabt hätte, wäre ich... Ja. Achso, du bist ein Mann. Gut, okay. Ja, genau die suchen wir. Du hättest auch ein bisschen mehr Informationen rausspucken können. Na gut, mich anspucken nicht, aber du weißt schon. Informationen halt. Wie man das hier gerne in Rabanastra an den Tag legt. So, und dann gucken wir zum Südtor, ob sie da sich befinden. Nein. Okay, dann wieder zurück. Es kann gut möglich sein. Ach, ich gucke jetzt einfach mal ins Menü auf der Karte. Und ja, da haben wir königliches Rabanastra. Schauen wir mal. Bortje und Fran stecken irgendwo in Rabanastra. Oh, ist das informationsreich? Naja, dann wird es wahrscheinlich wirklich das Südtor sein. Nee, das Westtor. Ja, komm, können wir auch mal ein bisschen schneller laufen jetzt, ne? Nicht immer so trödeln hier. Habt ihr ja schon oft genug gesehen hier. Wenn ich mich noch ein bisschen erinnern könnte an das Spiel, dann hätte ich euch das ersparen können.
So, aber jetzt sind wir hoffentlich... Komm, hier muss er stehen. Oder? Das Schlimme ist, Baldur sieht auch so eigentlich so ziemlich normal aus. Also genauso wie so ein Burger. Nee, aber hier muss ich noch nicht hin. So, dann gehen wir wieder zurück. Ach, ist das schön. Erstmal ein bisschen die Karte. Ja, vielleicht steht doch hier irgendwo rum. Das kann auch möglich sein. Hier. Baldur. Nee. Hallo. Ich suche euch. Ja, ich suche euch. Ist das nicht toll? Ich bin voll der... Ja. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Spanner halt. Stalker, genau, das wollte ich suchen. Gut, nee, warte. Jetzt gehen wir wieder... Ach komm, die sind doch alle wieder in der City. Da, wo es... Da, wo was abgeht halt, ne? Na gut, dann gehen wir da wieder zurück. Ey, wenn der jetzt hier irgendwo rumsteht und ich muss den ansprechen, na dann ist aber auch was los, ja. Die müssen sich schon aufmerksam machen mit einer Sequenz. Anders geht's nicht. Ich krieg das sonst hier nicht mit. Oder stand er hier irgendwo? Nee. Och, nee. Das, eine Sucherei für mich ist nix. Komm, hier steht er irgendwo. Martin, wo bist du? Ja gut, ich kann auch mal den Express benutzen. Aber ich glaube auch, er führt mich nicht dorthin, wo ich hin will. Egal. Dann gehen wir mal zum Süden. Wenn da dann nichts ist, dann muss ich mit irgendwelchen Leuten sprechen. Vielleicht ist er auch im Sandmeer. Genau! So war das, glaube ich. Hey. Gut, Leute, wir haben es gleich. Ist ja ganz klar, wenn man so eine Viera an seiner Seite hat, geht man natürlich mit ihr in eine gepflegte Bar und spendiert ihr einen Drink, ne? Und sie befinden sich hier oben. Genau, cool. あいつが勝手に誤解しただけだ。誤解だろうが、誤解だろうが。パンネロがさらわれたのはあんたの責任じゃないか。おい、パンネロがなんだよ。オーバー。無事だったか。パンネロがさらわれたな。ゴルスキでもが手紙をよこしたんだ。バルフレを名指しでな。ビエルバの魔石校に来いとな。バッガモナンよ、ナルビナに。あの子に何かあったな。親御さんも墓前に何て報告すればいいんだ。ほら、さっさと助けに行け。 空賊っていうのはそういうもんだろう。男の手紙に呼ばれてか。大体ビュエルバには帝国の艦隊が集結中なんだぞ。じゃあ俺が行くよ。空賊なら飛空艇ぐらい持ってるだろ。送ってくれたら俺がパンネロを助ける。付き合うぞ。え？私もビュエルバには用がある。公爵と直談判か。頼む。 送ってくれたらあんたにやるよ。手間のかかる女神ね。さっさと支度してこい。すぐ立つぞ。わかった。Okay, Leute. Die nächste Station im nächsten Part ist Bujerba, die Luftinsel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein kleines bisschen verwirrend in diesem Part wieder. Aber naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.